Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Together Total War Attila. Es wird interessant, wie der Sven schon richtig sagte. Als Ostrom spielt er natürlich nach wie vor. Ich hatte meine Sorgen gerade. Sorgtische Krieger. Ja, und natürlich der Admiral aus Westrom ist natürlich auch wieder mit am Start. Herzlich willkommen. Ja, Entschuldigung, ich bin gerade so konzentriert auf diese sorgtischen Krieger. Kriege ich schon klein irgendwie. Ja, es ist Infanterie. Es ist wichtig, dass du... Also die Fernkämpfe würde ich sogar sagen, ignoriere die fast. Weil... Die werde ich halt mit den Nahkämpfern angreifen. Ich werde sicherlich nicht meine Seesoldaten gegen seine Nahkämpfer schicken. Oh, scheiße. Ich kriege ja nie klein. Gut. Ich schaue, was ich tun kann. Starte die verdammte Schlacht, du Huren, sondern ich breche dir die Beine. Mal ganz langsam hier. So. Jetzt hingegen wieder schnell. Was denn? Kommst du so nicht klar? Ach komm. Es regnet, es ist kacke, ne? Ne, es ist gut. Nee, weil er dann... Das steigert die Herausforderung. Der Feind greift unseren General an. Okay, wenn die Bogenschützen es jetzt nicht versauen, dann schaffen sie es nochmal. Ich hoffe, sie versauen. Ein Turm ist gefallen. Komm. Schießt. Feuert, ihr Narren. Oh, ich nehme eure blöden, sorgtischen Gay-Plünder auseinander. Ja. Alter. Schießt. Ich treib's halt. Unsere Männer fliehen verflucht. Zwischen den Häusern ja, das ist kommt davon, wenn er Plünderer schickt. Schießt doch! Schießt! Ja! Okay, nächstes Schiff. Los. Wir haben die Oberhand erlangt. Das klingt schon mal sehr gut. Hallo, ich habe euch gesagt, ihr sollt da rum. Alter, die schießen auf das brennende Schiff. Zum Glück. Ja, vor allem diese Sekunden zählen halt. Feindliche Einheiten sind in die Schlacht zurückgekehrt. Scheiße. Der ist hier einfach reingestürmt, ohne dass ich es merken konnte. Alter, der hat mir ein ganzes Bataillon umgecharged. Mit den fetten Kamelen. Komplett. Ist komplett ausgelöscht. Die Männer haben ihre Waffen niedergeworfen und fliehen. Ja, diese Piazza ist ein Haufen Scheiße, ganz ehrlich. Mit Pisse dazwischen, nicht vergessen. Mann, ey. Da geht doch gar nichts. Ja, die sorgtischen Krieger haben sich aufgehängt, sehr schön. Ja, die Kamelplünderer nehme ich auseinander. Ja. 100%, sehr schön, nächstes Schiff. Los. Nur keine Müdigkeit vorschützen hier. Unsere Männer haben aufgegeben. Okay, warum kann ich die hier nicht aufstellen? Ja, ich meine, gut, dann machen wir das so. Nein, ihr sollt auf dieses Schiff. Alter, diese sorgtischen Kamelplünderer. Warum könnt ihr nicht auf dieses Schiff feuern? Seid ihr zu blöd? Ja, ist klar, ich hasse Kamele, seitdem sie in Total War vorkommen, in jedem Teil. Empire, Napoleon, Rome. Medieval sogar schon. Es gab in jedem Total War Teil bis jetzt Kamele, außer in Shogun. Das nervt diese Einheit, weil die einfach total OP sind. Schieß doch einfach! Katonal Kamelschützen. Bitte. Ja. Ja. Aber leider ist nicht mehr genug Infanterie übrig, glaube ich. Der nimmt mir alles auseinander hier. Wie ihr befehlt. Keine Legio mehr fast.
Diese Kamelplünderer halten halt übel viel aus. Für meinen Geschmack zu viel. Ich verstehe auch nicht, was das soll. Es muss doch ein Bug sein, dass die so viel aushalten. Das Schiff hat frische Munition geladen. Oh, stirbt der General jetzt mal. Obidiamus. Tja, stirbt nicht. Der stirbt einfach nicht. Das ist unglaublich. Der ist ziemlich gut auch gewesen. Der könnte die Schlacht vielleicht sogar tatsächlich noch wenden, wenn der stirbt. Nein, nein. Oh nee, nicht noch mehr. Oh. Ja, toll. Soktische Kamelplünderer. Herzlichen Glückwunsch. Total mächtig. Die sind richtig stark. Die schätze ich stärker ein als die Teufelskavallerie vom Hunden. Ja, das kriegen meine Seesoldaten gerade zum Spüren. Die Männer haben aufgegeben und laufen um ihr Leben. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Es sei denn, der General stirbt. Er flieht übrigens schon. Aber das ist ja... Der flieht jetzt... ja, genau. Vielleicht wird er noch von dem Turm erschossen. Meinst du? Die Chancen stehen nicht schlecht. Viel lebt nicht mehr vom Bataillon. Und er muss dann noch an einem Turm vorbei. Ich krieg die Kamelplünderer nicht tot. Die gehen nicht tot. Das kannst du vergessen. So, jetzt müssen wir mal das tolle Feature des Rausziehens. Oh, das funktioniert so gut. Sie hören auch total auf zu wanken und so, ja. Das merkt man voll. Oh oh. Die Kamelplünderer haben meine Bogenschützen gesehen. Da freuen sich die Kamelplünderer jetzt drüber. Wir müssen die Barrikade verteidigen! Ach nee. Scheiße. Euch, diese Piazzas mit mehreren Aufgängen. Das ist so mega gay. Feuert auf den Feind! Feindliche Einheiten haben sich zusammengeschart! Nein. Oh, die haben vor allem auch noch so eine Moral. Das ist so krank. Wie viel hat er denn eigentlich noch? Ja, er hat dann noch ein Bataillon, das er gerade... Aber er ignoriert jetzt meine zweiten Bogenschützen, Gott sei Dank, gerade vollständig. Hat leider auch nicht mehr viel Munition. Den Steinschleuderer, das ist nicht schlimm. Unsere Männer haben aufgegeben und rennen nun um ihr Leben. Ich konnte nicht mal die Plänkler auslöschen. Oh oh. Aha! Los, Bogenschützen. Der General ist nicht gestorben, ne? Aber kriegen sie nicht einen Moral-Mali, wenn er das Schlachtfeld verlassen hat? Nee, also momentan haben sie noch keinen gekriegt. Er ist noch hier. Ja. Einheit siegt! Ey. Das kann nicht wahr sein, wirklich nicht. Das sind, achso, das sind nicht mal soktische Krieger, das sind daimatische Krieger. Das sind sogar auch noch Söldner. Ach komm. Ja, die soktischen Krieger habe ich Gott sei Dank größtenteils abgefackelt. Aber hat leider nicht gereicht. Na? Ah ne, da kommt nochmal Kamelplünderer. Ja, der hat noch ein volles Bataillon soktische Krieger, also. Ach, wenn das alleine wäre, würden wir das auch hinkriegen. So, jetzt werden wir mal wieder die Taktik des Raunziehens benutzen. Sie wanken instant. Sie ziehen sich in die andere Richtung hinaus. Also, dieses Feature.
Das ist toll. Ja, das ist, ja. Es funktioniert so gut. Ich finde das echt klasse. Also ich hoffe, dass sie das durch in allen künftigen Total War Teilen genau so machen. Nein, nein, sie patchen das die Älteren noch nach, dass es da genauso ist. Genau, Medieval 2. Ja, weil guck mal, ich sage nicht, sie sollen sich da hinziehen, aber sie wollen dahin. Das ist super. Ja, sie wollen halt außenrum. Wollen halt noch ein bisschen Sightseeing-Tour machen durch die Stadt. Ist ja auch so schön und das Wetter ist klasse. Ich hasse dieses Spiel manchmal. Aber nein, ich hasse eigentlich nicht mal das Spiel. Die Engine. Das ist eigentlich das Problem. Geh ins Schild, weil du bist unter Beschuss. Da bin ich. Achso, okay. Jetzt zumindest. Komm ich da noch rum oder? Nee. Muss ich das anders machen? Nee. Alter. Doch, General ist vor kurzem geflohen, aber das denkt die Moral bei denen nicht, weil sie diszipliniert sind. Jetzt schickt er alles rein. Wenn wir jetzt Glück haben, macht er eine Massenpanik. Komm, Sagittari, habt doch Schwerter. Habt sie doch nicht umsonst. Der Feind hat seine Einheiten versammelt. Eine sehr spannende Schlacht, muss ich sagen. Ja, jetzt wankt alles von ihm. Bis auf das eine über den Steinschleuderer, das keine Munition mehr hat. Aber wenn du es jetzt schaffst, die sorgtischen Krieger zu killen, war es das. Ja, sieht gut aus. Die Männer haben aufgegeben und laufen um ihr Leben. Nein, jetzt kommen die Kamelplünderer wieder. Oh. Ey, ganz ehrlich. Angriff. Unsere Mauern werden angegriffen. Echt jetzt? Oh Mann. Also bei den Sagittari steht sie gewinnen. Ja, sehe ich. Ja, sieht doch gut aus. Ja, wobei. Ja, sehr schön. Schick sie gleich hinterher, dass sie sich nicht wieder sammeln. Im schnellen Vorlauf, weil das dauert sonst. Ah, Alter. Alter. Schnell! Die versauen's. Die kriegen's nicht hin. Ja. Wenn sie sich nicht bewegen. Gut, dann andere Taktik. Sehr schön. Okay, zieh die Sagittari zurück auf die Piazza, damit sie sich wieder ein bisschen regeneraten können. Die sind nämlich müde. Ich habe halt nichts gegen die Geschosse. Ja, der hat aber nicht mehr viele. Er hat weder viele Plänkler noch bei den Bogen, noch bei den Steinschleuderern viele Geschosse drin, also. Da kommt was. Aber es geht schon wieder, lass es, lass sie. Jetzt Angriff nach vorne. Ja, einen guten Angriffsbonus, muss man sagen. Ja, die Steinschleuderer im Nahkampfangriff, dann kann er nicht so gut. Oh! Ja, weil die zu fett dazu sind. Diese scheiß Kamelplünderer. Ja, die Kamelplünderer sind echt ätzend. Unsere Männer zögern. Ja. Die Männer dass wir haben deswegen jetzt verloren haben. Und fliehen. Ganz ehrlich. Wer denn nimmt das ein oder so eine Scheiße hier? Ja gut, ich habe ja eine Armee daneben. Ich könnte es ja was? Quasi zurückerobern und dann kannst du es dir wiederholen. Ja gut, mit einem General, ja. Der tut mir jetzt auch an allen Stellen weh, wo es nur geht. Naja. Das hat ja die KI immer so an sich. Machen die ja immer ganz gerne, wie wir wissen. Knappe Niederlage. Glück gehabt. Naja gut, damit wird er nichts machen können. Oh nee, was will er jetzt? Hä? Was will er? Er macht irgendwas. Ja, kann er nichts machen, hat er nichts gemacht. Doch, sabotiert. Naja gut, aber sein Untergang ist unausweichlich. Er sitzt nicht nur auf unten, der sitzt noch auf woanders. Ja, aber du kannst da unten den Dingens wieder zum Leben erwecken. Nee. Den Axum. Achso, ja. Der kann einem halt auch wieder in den Rücken fallen.
Weiß ich noch nicht. Ja, genau. Auch noch so eine blöde, schwule politische Aktion. Das wird dir nicht leicht gemacht, hä? Abriss abgeschlossen, Makenopolis. Sehr gut. Nee, ich brauch die Nahrung. Wieso ist denn die öffentliche Ordnung so scheiße hier? Mann, das ist schon krank. Ich weiß nicht, woran das liegt. Gebäude minus 11. Ja gut, die Tischlerwerkstatt, ne? Oder ich reiß den Juwelenschmied um eine Stufe runter. Und das hier um eine Stufe runter. Ja. Das ist eine gute Idee. Wieder plus. So, rekrutiert. Beendete Nahrungsmittelknappheiten. Gleich zwei Provinzen. Das gefällt mir. So. Atropozene, komme ich noch zu dir hin, du kleine Hurensohn. Scheiße, du. Oh. Ich komme noch zu ihm hin. Zum Glück habe ich noch Verschleiß bekommen. Der hat aber mehr als nur die eine Siedlung. Aber es ist seine Hauptstadt immerhin. Next. Und nochmal next. Und next. Na, wenn schon, denn schon, ne? Ah ja, wo wir schon bei wenn schon, denn schon sind. Na. So, Adulis. Kann ich denn da den Axum holen, oder was? Das glaube ich nicht. Nee, in Axum. In Axum direkt der Stadt. Ja, gut. Ob ich das nun mache oder nicht, ist eigentlich egal. Ich würde es einnehmen, Adulis. Es hat eine. Dann hast du Gewürze. Dann verbessert sich auch unser Handelseinkommen untereinander wieder. Ich nehme hier nichts ein. Ich würde es einnehmen. Wie gesagt, Gewürze. Das ist halt ziemlich nice. Nee, danke. Da habe ich da vor allem eine kaputte Provinz dazwischen. Nee, danke. Ja, die hättest du ja wieder bevölkern können. Ach. Das wäre nur eine gewesen, also sorry, das war jetzt ziemlich dämlich aus meiner Sicht. Die Korruption steigt wieder dann um 5%, wenn ich irgendwas einnehme. Na gut, wie gesagt, die Gewürze hätten unserem Handelsabkommen sehr gut getan. Na, ist er jetzt fertig hier. Gut. So, nächste Stadt. Auch niedergebrannt. So, dann wird rüber gesegelt nach Eudaimon und nach Zaffa und nach, was ist das? Omana. Amosia und alles drum und dran. Da wird alles niedergebrannt, alles was geht. Damit da Schluss ist da hinten. Du bist schon ein bisschen in Rage, ha? Huh? Mhm. Ja, wie damals bei Maprasia und Katila wird das hier auch fortgeführt. Es wird alles eingenommen. Und dann niedergebrannt natürlich. Es kommt ja noch mehr. Da kommt noch mehr. Nämlich die Beinarmeen, die bei dir standen. Die kommen auch noch. So, die Spione lasse ich mal hier oben ein bisschen Wache schieben. Das könnte ich mal machen. Das können die doch. Oh, ich nehme diese Pussy so auseinander. So. Irgendwas Politisches, was ich mir angucken sollte, oder ist alles okay? Offensichtlich ist alles okay. Minus 28 öffentliche Ordnung. Hm. Wenn sie es plündern, geht halt die öffentliche Ordnung mal runter. Das hat das Nervige. Ah ja, die Flotte. Hm. Ja, mit dem Rest vom Atropatene da aufräumen kann. Falls es dazu überhaupt noch kommt. Ah ja, ich habe noch eine Armee vergessen zu verschieben. Da kommt auch ein Fullstack. Was macht der Britannia da? Oh, die Pflicht ruft.
Lege 22 Primigenia. Die meinen Typen. Die haben meinen Typen assassinated. Kennst du dieses Gefühl da heraus? Aber er war nur erfolgreich, also. Schade. Natürlich, jetzt ist hier die Schwindsucht ausgebrochen, obwohl ich überall positive Dingens hatte. Es ist Winter. Plus 5. Boah, Verarmung. Ist dir klar? Naja. Zum Glück. Frieden verhandelt. Thüringer und Hunnen. Haushalt gewonnen. Gezinkte Würfel. So. Aber ich werde den Thüringer jetzt nicht mehr verschonen. Genauso wie ich den Franken hier mit seiner dreckigen Flotte. Da kann sich nur schon wieder verpissen dann. Ach, zum Glück komme ich nicht mehr zu ihm hin. Ah, doch. Nein, ich komme nicht hin zu ihm. Hey, das gast mich so an. Ohne Scheiß. Naja, gut, die... Die Lege 22 kommt aus Süden, die wird sich drum kümmern. Der Franke. Nee, Thüringer. Der Thüringer. Und Franke. Der Thüringer, den treibe ich jetzt nach Süden. Der kann jetzt nämlich in keine andere Richtung gehen. Oder er greift mich an. Oder der Franke. Der Franke greift mich nicht an. Außerdem ist das eine Flotte. Da kann das ist das Letzte, was er hat, oder? Nein, das ist glaube ich nicht. Zum Glück. Ja, stell mal vor. Ich will stündliche Wachgänge. Ist das hier noch 25? No. Vor allem, ich habe auch jetzt, wenn ich so um 2 mal gespielt habe von der Zeit, habe ich auch gemerkt, wie sehr mir das Niederreißen-Feature eigentlich fehlt zum Teil. Das ist schon ziemlich cool, ja. Vor allem hier, weil ich mein geschlossenes Reich so halten will, wie es ist und scheiß auf diese Provinzen, wir will eh nur die Korruption erhöhen. Die jetzt schon bei 42%. Ich kann nicht noch mehr eingehen. Nee. Außerdem die Religion. Die geht dann wieder runter. Ich möchte es bei 70 halten. Oder bei sogar mehr. Je nachdem, was die Nahrung hergibt. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja. Stufe 3 Stadt in Italia bauen. Dann habe ich es schon wieder mit meiner Runde. Mensch, wie cool. Freunde, hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei, denn in diesem Part sind wir leider am Ende. Wir haben sogar schon wieder überzogen. Heieiei, es geht ja richtig ab hier bei Let's Play Together Total War Attila. Mit dem Sven. Und dem Max. Ciao, Leute. Ciao.